Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Es regnet und schüttet wie aus Eimern. Ja, sieht fast so aus wie hier draußen bei mir, also im richtigen Leben. Ich habe mir noch mal ein bisschen Gedanken gemacht zu den ganzen Plänen in nächster Zeit und ich denke, es ist die richtige Herangehensweise, wenn wir jetzt noch ein bisschen Eisen sammeln, damit wir wirklich die Rüstung und auch die Waffe auf die Stufe 4 kriegen und uns dann auf zum Knochenwanst machen können. Ich denke, das ist jetzt erstmal der Plan. So gefällt es mir eigentlich ganz gut, weil wir müssen den auch irgendwann mal hinter uns kriegen. Bringt auch nichts, das die ganze Zeit vor uns herzuschieben oder ich vor mir herzuschieben. Und wenn wir den erledigt haben, können wir uns weiter ins Gebirge machen und den Händler suchen. So, wir sammeln mal schnell noch alles ein, was hier rumliegt. Wir haben noch genügend Kohle. Wir brauchen halt unbedingt auch noch die Kette. Ohne die kommen wir nicht mehr weit. Zumindest was das Upgraden angeht. Kriege ich das weg? Nö. Gut, dann bleibt's hier. Aber wir haben hier noch Eisen. Das darf gerne noch mit rein. Da ein bisschen was. Hier ein bisschen was. Um wieder was eingesammelt. So, ich glaube, unsere Karottensamen sind, na, alle noch nicht. Benötigt mehr Platz, die habe ich zu eng gebaut. Können wir noch ein bisschen warten. Ich weiß nicht, ob wir schon schlafen können. Ich würde ganz gerne das Wetter hier hinter uns lassen. Wir gucken mal, ob wir uns schnell ins Bettchen legen können. Leider nein. Na gut, essenstechnisch haben wir noch genügend dabei, eigentlich schon wieder zu viel. Ich will mal noch ein paar Sachen weglegen. Falls wir sterben, dass wir wieder ein paar Sachen haben, mit denen wir da hingehen können. So, das haut alles hin. Brauchen wir sonst noch was? Spitzhacke ist voll. Das haut alles hin. Wir haben genügend Pfeile. Den Schlüssel ist eigentlich alles da. Das heißt, wir haben es jetzt aber auch wieder Tag. Also wird der Zorngeist nicht kommen, von dem wir die Kette kriegen. Aber wir können die ja, glaube ich, auch in der Truhe finden. Eine einzige Kette würde ja schon vollkommen reichen. Ja, dann upgraden wir das alles auf die 4, da freue ich mich sehr drauf, weil ich war schon echt erstaunt jetzt in der letzten oder vorletzten Folge, dass wir so wenig Schaden kriegen dadurch, dass wir die Rüstung hochgestuft haben. Also, dass so ein Torgo uns einfach mal schlagen kann und wir verlieren 8-9 Leben, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Also scheint das eine ganze Menge zu bringen, weil es wird halt immer nur Rüstungswert 2 mehr, aber ja, man hat ja keine Relation dazu. Wie viel die zwei jetzt nun wirklich, die zwei Punkte nun wirklich ausmachen. Aber jetzt merkt man es so langsam. Und dann fühle ich mich auch relativ sicher, was Knochenwanst angeht. Also vor allem den Streitkolben auch noch auf die 4. Weil wir müssen da so viel Schaden wie möglich reinprügeln. Weil der Gute sich ja immer wieder hochheilt. So, das ist nicht die, mit der waren wir fertig. Hier drüben war die. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir waren jetzt auch da durch, ne? Wir gucken nochmal eben schnell rein. Aber ich dachte, wir hatten die jetzt auch fertig. Ich hoffe mal, dass wir hier noch eine finden auf die Schnelle. Weil genügend Eisen haben wir ja leider noch nicht. So, jetzt lasst nochmal schauen. Wir waren hier drin, das ist beides abgearbeitet. Dann können wir nochmal links laufen. Hier ist nichts weiter. Hier haben wir alles abgearbeitet. Lag hier noch was? Nö. Immer jetzt war ich irritiert. Nee, alles klar. War nur gerade die Kameraperspektive. Hier ist alles fertig, hier ist alles fertig. Hier war die Truhe. Ah, stimmt, wir müssen das Eisen noch holen. Na gut, dass ich nochmal reingegangen bin. Hier war auch nichts weiter und ich glaube, hier waren wir auch fertig. Da hatten wir alles, da hatten wir alles. Hier ging es jetzt hoch, ne? Und hier hatten wir auch alles. Ja, alles klar. Wie viele haben wir jetzt noch? 9 Stück. 9-mal Eisenschrott näher an Stufe 4. Sprinten auf der 49. Dann lasst uns mal rausmachen. Wie sieht's denn jetzt aus mit Gewicht? 166 Kilo. Naja, gut, da müssen wir jetzt noch nicht dringend zurück. Wir müssten nur dringend mal eine neue Krypte finden. Wir können die erstmal wegmachen.
Die ist erledigt. Da drüben wollten wir uns dann irgendwann mal dieses Farmding bauen. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. So, Schleimling kann gerne weggehen. Brauche ich gerade nicht. Da hinten ist noch eine Krypte. Sehr gut. Kommt der Schleimling noch? Nee, ne? Ich würde ganz gerne die Schleimmasse hier einmal erledigen. Erledigen, genau. Erledigen natürlich. Am besten ohne vergiftet zu werden. Perfekt. Achso, jetzt kommen ja wieder Schleimlinge. Ah, shit. Fuck, jetzt müssen wir es doch trinken. Bringt das jetzt noch was? Ja, ne? Ja, okay. Also können wir das in nächster Zeit so machen, dass nur wenn wir vergiftet werden, dass wir anfangen, uns so ein Met reinzuhauen. Wir müssen... Ah, wieder ein Schleimling. Wir müssen definitiv mal mehr davon brauen, weil es dauert auch immer so lange Zeit, bis das fertig ist im Fermentierer und ich braue das halt immer nur zusammen, wenn wir es brauchen. Das ist aber eigentlich verschwendete Zeit. Kommt hier noch was? Nee. Ja, und so eine Eisenspitzhacke wäre natürlich früher oder später auch mal eine Lösung. Ist eigentlich traurig, dass wir noch mit dem Bronze-Ding hier rumrennen. Würde das wahrscheinlich auch alles ein bisschen schneller gehen. Ich meine, jetzt hier beim Schrotthaufen geht's. Brauchen wir nur einen Schlag, aber... Ich habe ja jetzt nun in den ganzen letzten Folgen oder... Nee, zwischen den ganzen letzten Folgen besser gesagt... Echt so viel Stein gesammelt. Da wäre es schon hilfreich gewesen, wenn das etwas schneller gegangen wäre. So, gelbe Pilze... Hier geht's aber nicht weiter. Wir können mal gucken. Erwischen wir das noch? Jawohl. Hier ist noch eine kleine Kante. Das Plätschern sind wir halt immer selber im Wasser, aber das klingt immer, als wäre das weit weg. Es würde irgendwas angeschwommen kommen. Gut, da haben wir alles. Die Mitte lassen wir erstmal frei. Ich wollte gerade sagen. Nein, ich erwische den nicht. Wäre komisch, wenn hier kein Gegner drin wäre, wenn hier so... Hä? Na, Weltklasse. Warum habe ich jetzt die Fackel kaputt gemacht? Okay, wir haben ihn erwischt. Eine Kette, drei Ketten, jawohl. Wir haben's. Stark. 17 Ki... Oh, oh. Ich höre was. Aber wir können nicht wegrennen. Ich möchte jetzt aber auch ehrlich gesagt kein Eisen hier lassen. Kriegen wir irgendwas anderes noch weg? 17 Kilo. Das wird doch nichts, oder? Selbst wenn ich das alles wegschmeiß. Weiß nicht, wie viel wiegt denn sowas hier? 1 Kilo. Na geil. Nee, wir müssen etwas Eisen da lassen. Anders geht's gerade nicht. Aber wir kommen ja so oder so wieder zurück. Ich weiß nicht, was werden das sein? 2, 3 Eisen? 2 Eisen, passt. Dann nehmen wir noch schnell die Pilze mit. Geil. Und dann schaffen wir es in der Folge sogar noch, die ersten Sachen abzugraden. Cool, endlich haben wir die Kette. Das heißt, wir müssen hier auch nicht mehr nachts im Sumpf rumwandern und hoffen, dass irgendwo so ein Zorngeist vorbeikommt. So, jetzt müssen wir ganz schnell noch hier markieren. Krypte nicht fertig. Ich schreibe jetzt einfach mal NF. Dann ist das nicht ganz so groß oder Krypta. Weiß nicht, Krypta ist, glaube ich, die Einzahl, ne? Krypten, versunkene Krypten, Krypta. Ah, wie auch immer, ich nenne es Krypte oder Krypta, wie ich gerade Lust habe. Ja, geil, wir haben es endlich. Cool, sogar 3 Ketten gleich. Ach, geht doch weg. Aua. Ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist ganz schlecht gerade, was wir hier machen. Bam, bam. Ja, komm, vergift mich halt nochmal. Nee, hat er nicht gemacht. Wir haben endlich die Ketten. Ich freue mich sehr. Da müssen wir uns definitiv auch nochmal um den besseren Bogen kümmern. Ich meine, der bringt uns gegen Knochenwanz jetzt nicht so extrem viel. Knochenwanz ist ja relativ immun gegen Pfeile. Vielleicht gegen die kleinen Gegner, die er immer mal wieder irgendwo hinwirft. Ja, eventuell dagegen. Ich mag immer nicht schwimmen im Sumpf. So gar nicht mehr meins. Haben wir jetzt nochmal dabei. Ich
ich weiß nicht, zwei hatten wir jetzt, glaube ich, zwei hatte ich in der Kiste gelassen. Also 23 plus das, was wir schon haben. Ich denke mal, die ersten 2 bis 3 Teile sollten wir uns jetzt schon upgraden können, sobald das geschmolzen ist. Und ich sag's euch, wenn der Sumpf irgendwann mal vorbei ist, also wenn wir Knochenwanz besiegt haben und auch keine Eisen mehr brauchen, weil wir schon den nächst geileren Rohstoff nutzen, dann komme ich hier nie wieder zurück. Das könnt ihr wirklich wissen. Es ist einfach eine scheiß Gegend. Man kann das nicht anders sagen, aber es ist dunkel, es ist eklig, es ist sumpfig. Vergiftungen von überall, irgendwelche Schlundegel, die man nicht sieht. Also es ist wirklich absolut nicht mein Biom. So, wir müssen erstmal was reinhauen, sonst werden wir nichts aufnehmen können. Machen wir das mal voll, nehmen hier mit, was geht. Machen hier wieder voll. Nehmen auch hier mit, was geht. 15 Kohle noch drin, 4 Kohle noch drin. So. Wir haben jetzt 9 Stück noch einstecken. Moment, hier war ja auch noch was drin. Ja, dann müssen wir uns jetzt mal ganz kurz quälen. Bam. Achso, nee, wir müssen natürlich erstmal das Dings bauen. Jetzt wollte ich schon wieder zu voreilig sein. Und zwar ist das hier der Schmiedeblasebalg. 4x Kette, Hirschfell und Holz. Dann lasst uns mal ganz schnell das hier hinwerfen, in der Hoffnung, dass es nicht verschwindet. Ich habe da echt immer Schiss. So, weil wir brauchen noch eine Kette. Ist die bei Sonstiges mit drin? Yep. Wir brauchen eigentlich nur eine. So, Holz und Hirschfell, ne? Nehmen jetzt einfach mal Hirschfell noch mit und Holz. Her mit dir. Dann, Schmiedeblasebalg. Da ist er. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich es hinstellen soll. Das Ding ist aber auch riesig. Warum kann ich es hier nirgendwo hinbauen? Hä? Ist irgendwie... Man muss das direkt daneben stehen. So macht der Sinn bei einem Blasebalg. Warte mal, so rum müsste er ja sein. Ich will jetzt aber auch nichts anderes wegreißen, aber ich glaube, wir müssen das mal machen. Nimm mal das hier auf. Und dann machen wir nochmal diesen. Ja, ich glaube, wir müssen das so direkt daneben stellen, sonst geht's nicht. Was haben wir denn jetzt weggeschmissen? Hier die Kühlvorrichtung. Ja, genau davor. Es braucht halt echt Platz, ne? Lasst uns mal das noch wegreißen. Nimm das mal auf. Dann gucken wir mal, wenn ich das direkt dorthin stelle. Ne, den Amboss haben wir nicht. Was haben wir denn? Das Ding haben wir weggeschmissen. Oder abgerissen. Ah, wir kriegen es nicht dahin gebastelt. Weil das Ding ging, da war es okay. Und irgendwie erst hier vorne. Naja, wir bauen das jetzt erstmal hier hin. Hauptsache, wir können erstmal... Oh, ich bin komplett verbraucht. Hauptsache, wir können das erstmal nutzen und dann müssen wir uns mal irgendwie ein schöneres Örtchen raussuchen für das Ding hier. So, wir haben die Schmiede auf Stufe 5. Sehr cool. Das heißt, wir könnten den Streitkolben, der kostet 30. Ich würde jetzt erstmal die Rüstung hochmachen. Ist ja ganz egal, in welcher Reihenfolge wir das tun. Rüstung dann 20. Jetzt müsste es 18 haben, genau. Zack. Hey, das ist falsch rum. Wenn, dann schon richtig. Dann machen wir die Beinschienen noch. Auch richtig, perfekt. Eins haben wir noch einstecken. Können noch mal eben kurz hier in die Kiste schauen. Bam, da haben wir auch 11 gehabt. Das heißt, wir sind bei 12. Naja, die 3 müssten doch bestimmt schon fertig sein. Definitiv. Zack. Kann wieder nicht alles mitnehmen. Dass das aber auch so schwer sein muss. Naja. Her damit. Dann Upgrade. Den Eisenhelm auf die 4. So, und dann brauchen wir jetzt für den Streitkolben noch insgesamt 30 Stück. Höher geht's, glaube ich, nicht, ne? Max-Qualität. Genau, da unten haben wir es stehen. Geil. 40 Rüstung. Nee, viel mehr eigentlich. Her damit. 60 Rüstung. Und den Streitkolben brauchen wir jetzt noch 30 Stück. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben 5 noch einstecken.
Ich glaube, hier ist alles fertig. Nee, Kohle ist leer. Noch was drin? Ja, ist noch was drin. 3 Stück. Hier ist auch Kohle leer und wir haben noch drin auch 3 Stück, also 6. 11 haben wir, sind wir bei 17, also brauchen wir noch 13. 13 Stück, das kriegen wir doch relativ schnell hin. Vielleicht nicht mehr in der Folge. Oh, guck mal hier, sogar nur 12 Stück. Aber spätestens in der nächsten. Und dann haben wir alles hochgelevelt. Ich guck mal, dass ich die ganzen Tränke, Nahrungsmittel, alles, was wir für Knochenwanst brauchen, außerhalb des Videos schon mal zusammenstelle, dass es nicht wieder ganz so lange dauert. Ja, und dann geil. Dann haben wir das alles auf der 4. Also es geht echt flink. Eisen kriegen wir immer relativ schnell zusammen. Ich mache noch schnell unser Inventar leer, dann können wir noch die Karottensamen abernten und dann ist leider auch schon wieder Schluss mit der Folge. Dann bereite ich aber alles andere schon mal vor. Dann können wir in der nächsten Folge das restliche Eisen holen und uns dann, ja, übernächste Folge oder vielleicht nächste Folge dann schon gegen Ende auf zum Knochenwanst machen und übernächste Folge spätestens den Kampf antreten. Die Knochen noch weg. So, Holz hatten wir ohne Ende. Und den Schlamm habe ich, ich habe keine Ahnung, ich glaube bei Sonstiges mit reingeschmissen, ne? Ja. Und die Knochen haben wir noch. So, Inventar ist wieder einigermaßen leer. Lasst uns mal noch schnell alles reparieren, dann ist das gleich erledigt. Auch wenn es jetzt alles nicht so nah an der Verschleißgrenze dran ist. Und hier nochmal. Und dann wird mal wieder ein bisschen geerntet. Zack, zack. Wie viel kriegen wir eigentlich immer raus pro 15? 18, 3 Stück waren das. Okay, also können wir aus einer Karotte wieder 3 machen. Ich habe lange diese Karottensamen nicht mehr gesät, weil wir so viele davon hatten. Waren es immer nur die Möhrchen, die rausgekommen sind. Also langsam ging es halt zur Neige. Und gerade für die Arbeiten, die ich jetzt hier an der Base mache, wenn ich dann halt mal 3-4 Stunden hintereinander Steine wegkloppe oder Steinboden baue oder was auch immer, da brauche ich halt irgendwelche Sachen, die wir uns unendlich herstellen können. Ich fange jetzt nicht an, jedes Mal hier Würstchen und Dings zu essen. Ganz ehrlich, die 3-4 Stunden, da ist das alles leer und natürlich allergrößte Verschwendung. Was soll denn das? Na super, braucht man ein bisschen Glyphosat, was wir drauf sprühen können. Ja, und deswegen nehme ich für solche Arbeiten, die halt sehr lange dauern, dann meistens Honig und Möhrchen. Ab und zu auch mal ein paar Himbeeren. Aber meistens versuche ich es halt einfach mit den Ressourcen zu erledigen, von denen wir mehr als genug haben. Und das ist nun mal Honig und Möhrchen. Die werde ich heute bestimmt auch nochmal umbauen. Ich komme heute Nachmittag wieder dazu, noch ein bisschen zu spielen. Ja, das nervt, dass hier manche nichts machen. Das kann nicht die Dauerlösung sein. So. Wir haben noch gute 1,5 Minuten. Die würde ich jetzt mit euch nutzen, um gleich mal wieder das Feld zu besamen. Honig hier rein. Also Honig haben wir definitiv eine ganze Menge. Und dann machen wir jetzt erstmal... Wir haben bloß noch 3 Mörlis. Das heißt, wir brauchen den Flug. Ach, und was ich unbedingt noch machen wollte. Nee, komm, das machen wir jetzt. Aber ich glaube, es kostet auch Eisen. Nee, das kostet kein Eisen. Da hatte ich auch einen Kommentar, dass das die Gemütlichkeit nochmal erhöht. Das hätte ich natürlich gern. 10 Holz, Löwenzahn und Distel. So, Holz. Löwenzahn. Wie viele Disteln waren es denn? 4. Gott, wir haben gar keine mehr. Müssen wir dringend mal wieder sammeln gehen. Schade, dann können wir das jetzt leider doch noch nicht machen. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ich wollte gar nicht das Ding mit euch gerade bauen. Ich habe es dann nur gesehen und da fiel es mir ein, sondern ich wollte endlich mal... Ach so. Nee, ich dachte, wir kriegen irgendwie eine Laterne hin, aber die werden wir auch andauernd mit Harz auffüllen müssen. Die sieht wahrscheinlich einfach nur besser aus, weil die aus Eisen ist. Und da brauchen wir dann Glibber. Davon haben wir noch weniger. Hängende Kohlenpfanne. Hängende Kohlenpfanne. Das habe ich noch nie gelesen. Können wir damit noch coolere Sachen braten? Werde ich mich mal informieren nach der Folge.
Ja, ich dachte eigentlich, dass wir irgendwie eine Laterne oder sowas hinkriegen mit diesem Eisending hier. Dass wir nicht andauernd Harz nachfüllen müssen, weil irgendwie nervt das ganz schön, dass es hier dann immer so dunkel ist. Und wir da Harz reinschmeißen müssen. Dachte, wir kriegen das irgendwie so dauerhaft hin. Oder zumindest mit irgendeinem Material, was etwas länger hält. Ich will die halt auch immer nicht komplett voll machen. Weil dann brennen die halt komplett aus, währenddessen wir gar nicht zu Hause sind. Auch wenn wir zwar genügend Harz haben, ich bin in jeglicher Hinsicht ein Geizhals. Gut, wir machen erstmal Schluss mit der Folge. Wir haben die 3 Rüstungsteile auf die 4 bekommen. Den Streitkolben schaffen wir nächste Folge noch und dann geht's auf zum Knochenwanz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Macht's gut.